und herzlich willkommen beim Right Review Videomagazin. Im heutigen Video befinden wir uns wieder in einer Mall in Istanbul. Diesmal im Fun Labs Freizeitpark. Hier muss man auch wieder sämtliche Rides separat bezahlen. Aber was man hier alles außer diesem großen High Coaster fahren kann, erfahrt ihr jetzt im Parkcheck Video. Im heutigen Parkcheck geht es um einen Park, den wohl kaum einer kennt. 2005 eröffnete in Istanbul Fun Lab. Der Park ist mitten in der Şehir Mall und erstreckt sich über 3 Etagen. An sich ist das Ganze eine riesige Arcade Hall mit ein paar Fahrgeschäften. Kurios nur, dass dazu auch eine Monorail oder ein Coaster gehören. Die unglaubliche Menge an Arcade Games, die sich über die 30.000 Quadratmeter erstrecken, dürften für jeden etwas bieten. Was wird einem aber nun in diesem Indoor-Freizeitpark in der Türkei geboten? Neben der Arcade gibt es auch einige Spielmöglichkeiten für die Kleinsten. Und das an allen Ecken und Enden. Verrückt ist aber Glidge, die hauseigene Eisbahn im Fun Lab. Ihr könnt auch Lasermax Şehir AVM spielen. Auch ein Flugsimulator steht hier in der Mall, sowie ein XD Motion Kino. Wollen wir aber erstmal bei den Kids Rides bleiben. In der Hüpfburg Island of Joy können sich die Kiddies austoben. In den Mini Car Racers wird sich dann wieder erholt. Auch ein interaktives Karussell, bei dem es um einen Baum geht, ist hier zu entdecken. Auch interaktiv sind die fliegenden Schiffe direkt daneben. Natürlich dürfen die obligatorischen Convoy Trucks nicht fehlen und drehen auch in Istanbul ihre Runden. Nur die Suspended Monorail hätten wir bei einem Freizeitpark in einer Mall nicht erwartet. Neben dem XD Motion Kino gibt es auch mit Zombie einen interaktiven 3D Dark Ride im Park. Einen weiteren Dark Ride gibt es mit dem Horror Tunnel im gruseligen Unterwasserstil. Wem das zu viel ist, legen wir die Bumper Cars ans Herz. Für Magenkribbeln ist auch gesorgt bei The Wave, dem Scheibenwischer im Fun Lab. Ähnliche Sitzpositionen, aber mit mehr Thrill, gibt es bei Ala Bora. Ein Topspin, bei dem beide Arme in unterschiedliche Richtungen gedreht werden können und so in der Enge der Mall für noch mehr Action sorgen. Direkt daneben findet sich eine Schaukel mit drehender Personengondel. Soweit, so gut. Das Besondere hier ist aber, dass die Fahrgäste dabei stehen. Wer dieser Reizüberflutung entfliehen möchte und hoch hinaus will, kann das auf dem 25 Meter hohen Freefall Tower des Fun Lab machen. Zu guter Letzt kommt noch die allgegenwärtige Achterbahn. Der SBF Visa Shark Coaster wirkt einfach unrealistisch in einer Mall. Aber er ist echt, so echt wie die Schulterbügel. Und das, obwohl das Layout nur aus einer Dauerrechtskurve besteht. Als erstes bringt einen aber ein bzw. zwei Kettenlifte um die Ecke führend auf die 20 Meter Starthöhe. 315 Meter lang in einer Kurve ist es dann auch wieder vorbei. Da holen die 45 km/h Indoor auch nichts mehr raus. Jilgin Krobik Balici ist zwar ausgefallen, kann leider aber nicht ganz überzeugen. Damit wisst ihr nun, was es alles im Fun Lab zu entdecken gibt. Auch die Anreise ist sehr entspannt, denn die Metro hält direkt in der Şehir Mall im Stadtteil Şişli. Die Rides müssen alle einzeln bezahlt werden. Das passiert mit einer Karte, die ihr vom Park bekommt und die mit Punkten aufgeladen wird. Je nach Ride oder Game werden gewisse Punkteanzahlen abgebucht. Wenn man schon mal in Istanbul ist und auch Rides mag, die sich drehen, sollte man das Fun Lab auf jeden Fall besuchen. Auch sonst gilt Count ist Count. Nur extra dafür lohnt der Weg in die Türkei natürlich nicht. Aber Istanbul hat ja noch mehr Achterbahnen zu bieten. Fun Lab, Eğlence Dünyası.